Verpiss dich doch mal. Die Hütte ist sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruine. Ja, ich fang gleich damit an. Ich brauche Hilfe! Hast du das gehört? Warte, ich sehe mal nach. Die Letzte! Angriff! Angriff! Die Outsiderin ist tot! Muss da einfach eigentlich aus der Ecke raus, das wäre das Beste. Die Hütte ist sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Damit Zeitverschwendung. Ich brauche Hilfe! Sucht euch Deckung! Ich liege unter... Oh. Frisst das! Sie verbundet sich nach das! Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja. Wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay. Wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Oh.
Da ist das Signal. Ich hoffe, jetzt kommt keiner um die Ecke. Vorhersehen müssen. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Ah, die Muni war gerade so verlockt. Hilfe, schnell! Die andere gerade nicht echt aus. Okay. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Der geht nach da hinten. Der geht nach da. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen.
Ich muss darüber. Besser auf dem Boden, ne? Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Nochmal Feuer aus. Naja. Ups, jetzt habe ich mir das Feuer selber ausgemacht. Schade, die Wand kann sie nicht betrachten. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Wenn ich hier noch mehr finde, kann ich gleich ausrüsten.
Also upgraden die Ausrüstung. Eine Pilgerfahrt. Sieht schön aus alles hier. Eine Königin. Himiko? Unglaublich. Captain Jessop? Captain Jessop? Hier ist der Flock zum Festmachen. Da sind Wände, wo ich dran klettern kann. Dies war klar. Na fein, ist ja eklig. Boah. Und wir hängen schon wieder. Irgendwie ein Déjà-vu. Das wird wehtun. Sag ich doch. Irgendwie will die immer mit dem Kopf durch die Wand. Was geht hier vor? Da ist der Weg versperrt, dann kann ich nur hier hoch. Waffen habe ich alle, das ist auch supi. Hoffentlich funktioniert das Ding.
Sie suchen nach mir. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise, eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie auf! Was? Greifen wir mal schnell die Flucht, bevor der runterkommt. Benutzen wir mal. Fähigkeit. Schmutzige Tricks werden vielleicht. Ja, wollen wir das machen?
Vielleicht brauchen wir es ja. Und mit dem, was wir haben, können wir sowieso nichts ausrüsten. Dann gehen wir wieder raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Wollt ihr mehr von mir sehen, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.